Mit Wow Air verabschiedet sich nun die nächste Fluggesellschaft aus dem europäischen Luftverkehr. Nach einigen durchaus großen und traditionsreichen Namen, die wir in den letzten 2,5 Jahren verabschieden mussten, verschwindet nun also mal wieder eine in Anführungszeichen typische Low-Cost-Fluggesellschaft mit extravagantem Auftreten und großen Plänen für die Zukunft. Aber für große Pläne fehlte dann an allen Ecken und Enden das Geld. In den letzten Wochen und Monaten gab es einen riesigen Haufen an unterschiedlichsten Nachrichten zur Wow Air, da konnte man schnell mal den Überblick verlieren. Deswegen sortieren wir das jetzt alles mal. Wir unterhalten uns ein bisschen über die isländische Fluggesellschaft, die Strategie und die Idee, die dahinter stand und warum die Fluggesellschaft jetzt nicht mehr fliegen wird. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Die Idee war eigentlich ganz einfach hinter dieser Fluggesellschaft. Also generell, isländische internationale Airlines gibt es ja nicht so wahnsinnig viele. Genauer gesagt gibt es von diesen Fluggesellschaften, die jetzt für uns irgendwie interessant sein könnten, interessant werden könnten oder vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt auch schon interessant sind. Davon gab es eigentlich nur zwei. Und das ist auf der einen Seite Iceland Air und auf der anderen Seite war das Wow Air. Beide Fluggesellschaften haben erst einmal die Idee, Touristen eine möglichst entspannte, einfache, unkomplizierte Möglichkeit zu geben, um nach Island reisen zu können. Dafür ist vielleicht mal ein Blick auf die Touristenzahlen des Landes ganz interessant, denn steiler könnte diese Kurve ja eigentlich gar nicht sein. Und das hier zeigt uns nur das Wachstum bis kurz nach 2010. 2017 kamen dann erstmals mehr als 2 Millionen Touristen ins Land, also das Ganze hat sich nochmal etwa verdoppelt. 2015 waren es etwa 1,2 Millionen, 2018, also im letzten Jahr, waren es fast 2,4 Millionen Touristen. Klar, das ist jetzt keine wirklich unglaublich riesige Anzahl an Touristen, aber es ist, glaube ich, ohne Zweifel erkennbar, dass im isländischen Tourismus durchaus Potenzial steckt. Und ich denke mal, auch unter euch sind einige dabei, die gerne mal nach Island reisen würden, beziehungsweise vielleicht sind sogar einige dabei, die schon mal eine ganze Menge Zeit in Island verbracht haben. Also, wir merken uns, Tourismus auf der einen Seite und aufgrund der Lage Islands ist das Flugzeug auch sicherlich mit das entspannteste Verkehrsmittel, um dorthin zu kommen. Das ist vielleicht eher so der Bereich, wo Wow Air seine Chancen sah. Möglichst viele Leute, sympathisch, aber vor allem auch günstig, aus den USA oder auch aus Europa nach Island zu holen. Das war genau deren Aufgabe. Auf der anderen Seite steht eine Strategie, die wir in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt wohl vor allem im Nahen Osten gesehen haben. Während Dubai oder auch Abu Dhabi so als Knotenpunkt gilt auf dem Weg von Europa aus nach Asien, so kann Island bzw. Keflavik, dort befindet sich der Flughafen, wo fast alle internationalen Flüge des Landes abgefertigt werden, so kann Keflavik der Knotenpunkt auf der Strecke von Europa nach Nordamerika oder andersrum sein. Mit anderen Worten, Iceland Air und Wow Air machen aus Keflavik das, was Emirates oder Etihad aus Abu Dhabi bzw. aus Dubai macht. Nur halt eben in einer sehr viel kleineren und entspannteren Version. Und das Schöne daran ist, Strategie 1, Tourismus, und Strategie 2, aus Keflavik einen Knotenpunkt bzw. ein Drehkreuz machen, das lässt sich super miteinander kombinieren. Denn wenn die Flugzeuge genug Kapazitäten oder wenn die Fluggesellschaften genug Kapazitäten zu guten Preisen anbieten können, dann kann man mit einem Flieger Touristen, aber eben gleichzeitig auch Umsteigepassagiere nach Island holen. Mit Wow Air aus dem deutschsprachigen Raum heraus, zum Beispiel von Berlin, Frankfurt, Düsseldorf oder auch von Salzburg aus nach Keflavik. Die einen steigen dann aus und die anderen steigen eben um und setzen sich dann auf die Flugzeuge nach Chicago, Baltimore, Boston, nach New York, Los Angeles oder auch nach San Francisco. Das sind alles Ziele, die von Wow Air von Keflavik aus angeflogen wurden. Und das sind ja auch alles super begehrte Ziele. Also man fliegt dann noch nach Toronto in Kanada oder nach Miami in den USA. Und das sind auch alles Flüge, die aus dem deutschsprachigen Raum heraus auch nochmal mit Lufthansa, Eurowings, mit EasyJet und mit Austrian Airlines Passagieren gefüttert werden. Auch diese Fluggesellschaften haben alle Verbindungen nach Keflavik. Und jetzt muss der isländische Luftverkehr doch eigentlich erstmal nur noch aufgeteilt werden zwischen Iceland Air auf der einen Seite und Wow Air auf der anderen Seite. So viel erst einmal zur groben Strategie und zur groben Idee, die hinter diesen beiden Fluggesellschaften steckt. Und das klingt doch bis dahin erstmal gar nicht so schlecht. Und auch wenn es darum geht, diesen Markt jetzt eben zwischen diesen beiden Fluggesellschaften aufzuteilen, könnte man auf den ersten Blick wirklich meinen, dass das durchaus funktionieren kann. Iceland Air auf der einen Seite greift sich in Anführungszeichen die Premium-Passagiere ab, möchte eine Fluggesellschaft mit einem guten Produkt sein, mit einer vernünftigen Business Class. Irgendwann zumindest. Wow Air auf der anderen Seite ist hingegen wirklich ein Low-Cost-Carrier, ist eine Low-Cost-Fluggesellschaft, die gute Strecken zu guten Preisen anbietet, aber so Dinge wie In-Flight-Entertainment oder sowas, das haben die nicht, auch nicht auf dem A330.
Dafür hat man dann aber trotzdem so einen kleinen Business-Class-Service, interessanterweise auch mit Z geschrieben, genauso wie bei der Eurowings. Nur das hier, das ist wirklich keine Business-Class, sondern das sind so Premium-Economy-Class-Sitze. Und man bekommt auch keinen anderen Service als den, den man hinten in der Economy-Class bekommt. Also es gibt ja kein Essen oder sowas, was an Bord ausgeteilt wird, sondern man kann sich genau die Dinge im Shop kaufen, wie auch jeder andere Passagier. Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Es ist eigentlich von Anfang an wirklich klar, welche Passagiere mit welcher Fluggesellschaft fliegen und wer sich hier welchen Teil vom Markt nimmt. Und genau dieser Markt hört sich ja erstmal ganz vielversprechend an, scheint eine ganze Menge Potenzial zu haben. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Punkte an, warum das denn jetzt genauso eben nicht funktioniert hat. Dafür kramen wir noch einmal den Dubai-Vergleich mit Emirates raus. Emirates konnte als Fluggesellschaft in den letzten Jahren ein Wachstum fahren, was man so in der Luftfahrt selten gesehen hat. Die Fluggesellschaft ist mittlerweile größter 777-Betreiber der Welt, größter A380-Betreiber der Welt, hat ein sehr eigenständiges, sehr gutes und auch mehrfach ausgezeichnetes Produkt. Und damit ist Emirates für viele, nicht für alle, aber eben für viele eine wirklich gute Alternative zu Lufthansa, zu Cathay Pacific, zu All Nippon Airways oder zu Japan Airlines oder wie auch immer auf den Strecken nach Asien geworden. Mit genau diesen Flügen über ein Drehkreuz zu einer beliebten Destination kann man also durchaus eine Alternative darstellen. Man kann damit nicht die Nonstop-Verbindung der Lufthansa oder so ersetzen oder dieser Fluggesellschaft auf diesen Verbindungen jetzt einfach so die Existenzberechtigung wegnehmen, das funktioniert so nicht. Aber für diese Flüge über ein Drehkreuz mit einem guten Service, gutem Produkt und so weiter gibt es auf jeden Fall einen Markt. Und warum sollte das nicht auch nach Nordamerika funktionieren? Dazu baut sich in Dubai nicht mehr ganz so schnell, aber trotzdem immer noch der Tourismus weiter auf. Dort gab es im Jahr 2018 16 Millionen Touristen und diese sind fast alle mit Emirates angereist. Jetzt versteht mich aber bitte nicht falsch, ich möchte jetzt nicht Emirates oder Etihad oder eine der Fluggesellschaften da unten mit Wow Air oder Iceland Air vergleichen. Aber die Idee dahinter, die ist irgendwo durchaus vergleichbar. Aber eben diese Vorteile, die eine Emirates durch ihr extremes Wachstum, durch ihre extreme Größe erreichen kann, diese Vorteile bleiben einer Iceland Air oder Wow Air einfach verwehrt, weil die Fluggesellschaften und der Markt dazu einfach nicht so groß ist. Etwas mehr als 2 Millionen Touristen pro Jahr. Würden die jetzt alle mit Wow Air, mit Wow Air Flugzeugen aus Europa oder aus den USA nach Island kommen, dann würde man noch nicht mal halb so viele Passagiere befördern, wie das Germania zuletzt tat. Mit anderen Worten, Wow Air ist sehr klein und damit höchstwahrscheinlich für den europäischen Markt aktuell zu klein. Aussagen wie mit einer Flotte mit unter 100 Flugzeugen hat man gar keine Chance mehr oder bei einer Anzahl von unter 100 Flugzeugen braucht man gar nicht mehr erst eine Bestellung aufgeben. Das beschreibt die aktuelle Lage ganz gut und da passt eine eigenständige, ohne Partner dastehende Wow Air nicht wirklich rein. Das Konzept hat sich in den letzten Jahren nicht wie geplant durchgesetzt und die Vorteile, die eine ähnliche Fluggesellschaft mit ähnlicher Strategie und Idee, aber eben einer sehr viel größeren Fluggesellschaft, die Vorteile, die diese Airline haben kann, die bleiben einer Wow Air verwehrt und die fehlenden Vorteile machen es gleichzeitig einer Iceland Air sehr schwer weiter zu wachsen. Also fehlt vielleicht einfach Geld für Investitionen, könnte man jetzt denken. Also einfach ein bisschen Geld da rein und dann passt das schon irgendwie. Oder wenn man eben alleine zu klein ist, dann tut man sich einfach zusammen. Im November 2018 wurde dann bekannt gegeben, dass Iceland Air ihren einzigen großen Konkurrenten in Island, Wow Air, übernehmen wird. Dann hätten beide Fluggesellschaften zusammen immerhin knapp 4% der Marktanteile auf den transatlantischen Verbindungen. Das ist immer noch nicht wirklich erwähnenswert. Nach etwa 3 Wochen Verhandlungen wurde diese Übernahme aber bereits als gescheitert erklärt. Aber dann kam Indigo Partners mit ins Spiel, ein Unternehmen aus den USA, das zuletzt in der Luftfahrt wirklich auf sich aufmerksam machte, als man eine riesige Bestellung im Jahr 2017 bei Airbus aufgab. Dort kaufte man nämlich 430 Flugzeuge aus der A320-Familie, die man jetzt in Zukunft auf seine Fluggesellschaften, darunter Frontier Airlines aus den USA, da wird man diese Flugzeuge dann drauf aufteilen. Und damit hätte man auf jeden Fall einen möglichen Investor, der die Probleme der zu kleinen Wow Air lösen könnte, indem er aus der Fluggesellschaft einfach mal ganz schnell eine große Fluggesellschaft macht. Aber dann ist natürlich die Frage, wie bekommt man die Flugzeuge voll? Also die Verhandlungen, die gingen jetzt bis in den März hinein und man musste unter anderem genau diese Frage klären. Auf der anderen Seite musste man aber auch noch die Frage klären, wie viel Geld denn der Gründer der Fluggesellschaft, der die Wow Air im Jahr 2011 ins Leben geholt hat, wie viel Geld er denn dafür haben möchte. Der Gründer bzw. eines seiner Unternehmen war bis zu dem Zeitpunkt nämlich alleiniger Besitzer der Wow Air. Ja, und wie viel Geld will er jetzt dafür haben? Aus Sicht von Indigo Partners auf jeden Fall zu viel. Und die Verhandlungen wurden damit am 21. März, also jetzt gerade erst vor wenigen Tagen, ebenfalls für gescheitert erklärt. Ja, und jetzt läuft dann natürlich so ein bisschen die Zeit davon. Wow Air war mittlerweile wirklich massiv über dem Budget unterwegs, musste Gläubiger immer weiter vertrösten und musste jetzt in dieser Situation schleunigst eine Lösung finden.
Tatsächlich versuchte man es jetzt noch einmal mit Iceland Air. Man versuchte, beide Fluggesellschaften zusammenzulegen, beziehungsweise Iceland Air müsste jetzt die WOW Air übernehmen. Und Iceland Air möchte für eine WOW Air, für eine Fluggesellschaft, die sie erst einmal komplett wieder aus dem Dreck ziehen müssen, für eine Fluggesellschaft, die sie komplett restrukturieren müssen, dafür möchten die oder können die ganz sicher auch nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Mit anderen Worten, man fand keinen Partner. Auch diese Verhandlungen wurden wieder für gescheitert erklärt und WOW Air stand immer noch alleine da, ohne Geld. Dem Gründer blieb an dieser Stelle jetzt gar nicht mehr wirklich etwas anderes übrig, als die Leute, denen er bzw. sein Unternehmen jetzt noch Geld schuldet, als die Leute zu bequatschen und ihnen quasi Anteile seines Unternehmens WOW Air anzudrehen, um Schulden zu begleichen. Und so gab er in den letzten Tagen tatsächlich nochmal 49% seiner Airline ab. Das ist vielleicht nochmal ein schöner kurzer Erfolg für ihn und wer weiß, wie dieser Deal dann am Ende des Tages wirklich aussah, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Fluggesellschaft WOW Air keinen Partner für die Zukunft gefunden hat, keinen Partner für eine Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit, die hätten sie jetzt eben so dringend benötigt. Und somit war dann schon 2 Tage nach dieser Aktion Schluss. WOW Air stellte am frühen Donnerstagmorgen den Betrieb ein und bleibt von nun an am Boden. Air Lease Corporation, das Unternehmen, von dem WOW Air ihre Flugzeuge hat, das bekommt nämlich ebenfalls noch Geld von der Fluggesellschaft, stimmte diesem Deal vor 2 Tagen aber eben nicht zu, sondern zog der Fluggesellschaft kurzerhand mal eben den Stecker. Die Fluggesellschaft bleibt am Boden, schlecht für die Passagiere, schlecht für die etwa 1000 Mitarbeiter, die jetzt noch bei der WOW Air angestellt sind und natürlich auch schade für die isländische Luftfahrt. Aber am Ende des Tages ist es wohl einfach die nächste kleine Fluggesellschaft, die neben den ganzen Großen hier in der europäischen Luftfahrt einfach keinen Platz mehr hatte. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video oder auch über ein paar Kommentare zu diesem Thema. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ja auch schon mal mit WOW Air auf Langstrecke beispielsweise unterwegs gewesen. Würde ich mich mal sehr über eure Erfahrungen dazu freuen. Und dann geht heute noch ein riesen Dankeschön raus an Johannes, an Ingo und an Steffi. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr mich jetzt tatkräftig und großzügig, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.